gehen wir an die Ostsee? Ostsee. Ostsee, dann gehen wir los, komm. Guten Morgen, ich bin's euer Stefan von Vegane Zeit. Jetzt ist wieder Zeit für Vegane Zeit. Heute ist der erste Morgen an der Ostsee. Ihr habt ja hoffentlich jetzt gleich am Anfang, habt ihr schon kleine Timelapse gesehen. Das ist echt krass. Wir sind jetzt auch schon seit 7 ungefähr wach, ne? Oder seit 6 ist das Kind schon wach, seitdem nervt es uns. Ich habe das Video, das ich heute früh für euch hochgeladen habe, habe ich bis 3:45 geschnitten. Das heißt, ich habe nicht viel geschlafen. Es ist ein traumhaftes Wetter, absolut der Wahnsinn. Ich glaube, man kann es einigermaßen sehen. Dementsprechend war die Kleine auch früh wach, weil die Sonne hier reingeknallt hat. Obwohl der Vorhang zu war, hat die Sonne durch den Vorhang geknallt. Ich ziehe mir jetzt erstmal einen Apfel rein, weil ich wirklich absoluten Hunger habe. Und dann gehen wir frühstücken. Zurück vom Frühstück. Jetzt gehen wir gleich weiter, aber erstmal eine kurze Erklärung, was wir gefrühstückt haben. Ich habe einen Obstteller gegessen, wie ihr gesehen habt. Es waren verschiedene Obstsorten. Ananas und Melone war da hauptsächlich dabei. Dadurch, dass mir aber anscheinend, dass ich zu viel Ananas gegessen habe, lag mir die Säure schwer im Magen. Habe ich mir jetzt nochmal eine kleine Schüssel geholt mit Cornflakes. Das waren ungesüßte Cornflakes. Und dazu selbst eingekaufte Reismilch. Pflanzliche Alternativen hatten sie nicht. Ich habe heute auch keinen gesehen, den ich fragen konnte. Oder habe es verpeilt. Das mache ich morgen nochmal, da frage ich nochmal morgen nach, ob sie nicht irgendwie pflanzliche Milchalternativen haben. Wir gehen jetzt erstmal weiter, wir gehen jetzt raus, dann gehen wir zu dem anderen Hotel, weil es gibt zwei Hotels, wo wir den Wellnessbereich nutzen dürfen. Der soll riesengroß sein, es ist allerdings ein bisschen weiter weg als das andere Hotel gestern. Das andere war ja wirklich nur zwei Häuser weiter, also 50 Meter, das andere soll 400 Meter weiter weg sein. Filmen darf man ja leider da drin nicht, deswegen habe ich das euch gestern auch nicht gezeigt. Aber ich kann euch wenigstens über die Ostsee mitnehmen. Und dann bis gleich. Wir sind jetzt zurück auf dem Zimmer. Wir waren jetzt noch ein bisschen am Strand unterwegs. Die Kleine hat gespielt. Wie man sie hier sieht, die ist jetzt auch in ihrem Bett. Die ist total fertig. Habe ich schon gesagt, dass es jetzt 12:30 ist? Es ist jetzt 12:30 mittags. Mal gucken, ich setze mich jetzt erstmal ein bisschen noch an den Laptop. Vielleicht lege ich mich dann auch hin. Ich habe ja heute auch nicht so lange geschlafen. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ausgeschlafen oder fast ausgeschlafen. Ein bisschen haben wir schlafen können. Ich glaube, ihr könnt es vielleicht sogar hören. Das ist total windig, das ist der absolute Wahnsinn. Ich ziehe mir jetzt erstmal lange Sachen an und dann laufen wir los, weil 2,5 Kilometer von hier gibt es noch ein Hotel, von dem wir auch den Wellnessbereich benutzen können. Das schauen wir uns einfach mal an. Ich denke mal, wir werden das aber nicht nutzen, weil das doch ganz schön weit weg ist. Halbe Stunde nur, um vielleicht ein bisschen schwimmen zu gehen in der Halle, wo wir das Meer direkt vor der Haustür haben. Aber wir gucken es uns jetzt einfach mal an und wenn ich irgendwas auf dem Weg sehe, werdet ihr es auf jeden Fall jetzt im Video sehen.
war ganz schön anstrengend. 6 Kilometer ungefähr waren es hin und zurück insgesamt. Wir waren gerade auf dem Zimmer und jetzt geht's erstmal essen. Kind hat auch schon riesen Hunger. Heute soll es ja was Veganes für uns geben. Jetzt bin ich mal gespannt. Gucken wir mal. Balsamico-Dressing müsste man mal nehmen. Mhm. Also das Balsamico geht, ne? Und Antipasti geht ja jetzt soweit auch. Das Couscous können Sie essen? Mhm. Couscous? Genau. Klasse. Das ist Zartbett. Das hört sich gut an. So, dann hier halt Obst, ne? Ja, klar. So, und dann, das ist Basmati-Reis, das ist Duftreis. Mhm. Mit Gemüsecurry. Das ist nur mit Kokosmilch gemacht. Ne? Super. Orangenfännchen. Mhm. Ja, und Kartoffelklöße, das ist ja natürlich in Ordnung. Ja, Kartoffeln und Tomatenkompott, das ist einfach nur aus Tomatenfilets und aus dem Inneren von den Tomaten wird einmal die Soße gemacht. Und so öfter man das püriert, umso heller wird es, deswegen so hell. Super. Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, auf jeden Fall. Das ist heute klasse. Schon mal should feel so insecure. Will you believe me? She won't know. So, wie ihr sehen könnt, ich bin heute satt geworden. Juhu, heute war ja echt die Auswahl absolut Wahnsinn. Wir sind jetzt gerade vom Essen wieder zurück aufs Zimmer gekommen. Ich werde mich jetzt an den Rechner setzen, für euch das Video zusammenschneiden, damit ihr das morgen gleich sehen könnt. Und was das auch eigentlich heute mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Wisst ihr Bescheid, abonniert meinen Channel. Dann hoffe ich, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Stefan.